Ja, man hat es, glaube ich, gesehen, dass wir es nicht hingebracht haben, dass wir als Mannschaft irgendwie kompakt auftreten haben. Zu weite Wege. Wenn einer überspielt war, war da der nächste vielleicht 15, 20 Meter entfernt. Und das ist nicht das, was wir haben wollen eigentlich. Dadurch zerfällt unser Spiel und wir verbrauchen Kraft, wo man es eigentlich gar nicht sieht. Und die fehlt uns dann natürlich, in Akzente nach vorne zu setzen. Und das hat man heute ganz deutlich gesehen. Dieses Spiel muss, glaube ich, so ein bisschen dieser Ansatzpunkt sein, dass wir das schleunigst ändern. Es geht nicht um taktische Sachen, ob wir Viererkette, Fünferkette, ob wir Raute oder ob wir fahren mit zwei Stürmer einen, das ist alles ganz egal. Wenn die Basis nicht passt, aber mit Basis meine ich nicht so eine Floskel, nicht kämpfen, sondern es muss kontrolliert sein und gemeinsam, und das fehlt einfach, das hat man heute gesehen, und an dem werden wir arbeiten. Ja. Ich denke, es waren wieder Kleinigkeiten. Ich denke, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Beide haben ihre Chancen gehabt und im Endeffekt entscheidet dann ein Konter das Spiel. Und das tut natürlich sehr weh, weil wir jetzt überhaupt nicht die schlechtere Mannschaft waren, wie schon gesagt. Ich fand, dass wir auf Augenhöhe waren. Aber ja, jetzt hilft es. Heißt, vollen Fokus am Sonntag auf Mattersburg. Und dann werden wir schon, wieso sollten wir die Partie nicht drehen könnten auswärts? Ja, ich denke, dass wir schon nach vorne hin, im Gegensatz vielleicht zum Lask-Spiel, uns doch mehr Torchancen erarbeitet haben. Speziell auch erste Halbzeit durch mich, wo wir da zwei wirklich sehr gute Chancen haben und die ich leider nicht reinhaue. Und von dem her glaube ich schon, dass es eine kleine Steigerung war. Aber ja, wenn man 2-1 verliert, ist es natürlich schwer, jetzt Positives zu finden. Aber ich glaube, wir müssen jetzt als Mannschaft zusammenhalten. Es ist natürlich sehr viel eingeprasselt die letzten Tage und das wird jetzt auch so weitergehen, bis wir endlich mal das erste Spiel gewinnen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir am Sonntag mal ein positives Ergebnis einfahren, dass es auch ein bisschen ruhiger wird. Wir haben schon vor 2 oder 3 Jahren in der Quali gezeigt, dass wir eine Heimspielniederlage im Auswärtsspiel wieder wettmachen können. Wenn die hier gewinnen können, warum sollten wir nicht auswärts gewinnen? Deswegen muss man da positiv bleiben, an uns und an unsere Stärken glauben und dann, wieso nicht? Es gibt immer eine Chance, natürlich. Also 2-1 ist natürlich jetzt kein Ergebnis, was man sich wünscht, aber es ist jetzt kein unmögliches Ergebnis. Rein jetzt von den Zahlen her, wenn man dann die Leistung sieht, muss sie einiges tun. Und daher bringt es jetzt nichts, über irgendwas zu reden. Jetzt zeigt sich, ob wir jetzt eine Mannschaft sind. In guten Zeiten ist es immer leichter, zusammenzuhalten, aber jetzt müssen wir füreinander da sein. Aber auch am Platz müssen wir einfach schauen, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn einer mal einen Fehler macht, dann den ausbessern, der andere muss da sein. Und das fehlt dann vielleicht, die paar Prozent fehlen vielleicht noch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht alles geben, weil wir gehen in die Kabine, sind eigentlich alle tot und haben das Gefühl, dass wir alles geben, aber wir bekommen leider keine Ergebnisse am Platz. Ja, natürlich ist es nicht leicht für den Kopf, wenn man mit so großen Erwartungen in die Saison startet und dann von den ersten 4 Pflichtspielen, abgesehen vom Pflichtsieg im Cup, 3 Spiele verliert. Natürlich ist es jetzt nicht gut für den Kopf, aber was soll ich sagen? Es hilft jetzt nichts, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und wir müssen weiter hart arbeiten, weiter dran glauben, Step by Step gehen und dann bin ich mir sicher, dass die Saison noch lang genug ist, damit wir daraus eine gute machen können. So schnell als möglich brauchen wir jetzt 3 Punkte gegen Mattersburg. Das ist ein Pflichtsieg. Sonst ist sowas von Feuer und Dach, das wissen wir. Und sollte aber nicht irgendwie jetzt in Druck werden, sondern diese Sachen, was ich angesprochen habe, die müssen sich ändern. Dafür gehört aber auch Selbstvertrauen, was man vielleicht gar nicht sieht. Jeder sieht immer nur das mit dem Ball, aber es gehört einfach ohne Ball viel, viel mehr Vertrauen, dass wir uns gegenseitig unterstützen.